Kärnten hat in Summe den dritthöchsten Exportwert aller Zeiten erreicht im Jahr 2019. Allerdings gegenüber dem Jahr 2018, das den absoluten Rekordwert markiert, doch einen Rückgang hinnehmen müssen, also eine gewisse Konsolidierung, mit der wir auch ein bisschen gerechnet haben. In Summe bleibt aber ein Exportüberschuss von 650 Millionen Euro im Jahr 2019 übrig, was uns durchaus positiv stimmt. Wir haben einer der Stärken der Kärntner Wirtschaft ist der Export. Jeder zweite Euro, der hier erwirtschaftet wird, kommt aus dem Export. Mehr als 70.000 Menschen sind direkt und indirekt bei exportorientierten Unternehmen beschäftigt. Also es hat und von der Wertschöpfung her ein ganz wesentliches Thema, weil all das, was aus dem Ausland zu uns zufließt, bringt die Wertschöpfung, sodass auch viele andere Themen wie Reparaturen, wie Neubauten und viele andere Dinge erst möglich gemacht werden. Daher ist es natürlich für uns jedes Jahr wichtig, darauf zu schauen, dass die Dinge exzellent funktionieren, dass die Rahmenbedingungen für Unternehmen so gebaut sind, dass sie diese Dinge auch ermöglichen. Und die letzten Jahre haben natürlich gezeigt, zu welchen Höchstleistungen Kärntner Firmen in der Lage sind. Das ist eine ganz wichtige Frage. Er ist Gott sei Dank nicht struktureller Art. Er lässt sich sehr genau auf eine Warengruppe in den USA zurückzuführen. Das heißt, wir haben hier den Rückgang bei einem Großauftrag, der entsprechend 2018 ausgelaufen ist. Das heißt, das trübt zwar das Ergebnis, aber es zeigt uns Gott sei Dank, dass wir kein strukturelles Problem haben. Die Corona-Krise hat weltweit natürlich einen immensen Schaden hinterlassen, überhaupt keine Diskussion. Wir werden es sehen, welche Auswirkungen und Heftigkeit das ist. Wir haben jetzt die ersten Zahlen österreichweit und die natürlich auch schon publiziert worden sind. Da reden wir von Export bzw. Import österreichweit von knapp 25% minus. Wird ihre Bremsspuren natürlich im Jahresmittel dann hinterlassen, dieses aufzuholen aus heutiger Sicht, glaube ich nicht, aber es gilt trotzdem, zuversichtlich in die Zukunft zu schauen und die Stärke, die wir haben, erstens zu nutzen, zweitens, weil wir gesundheitlich deutlich besser im Moment hier stehen als viele andere Länder, schneller zu sein und dafür mit dem notwendigen Rüstwerkzeug ausgestattet zu sein, dass das ermöglicht. Ja, Kärnten ist natürlich ein sehr exportabhängiges Bundesland. Wir haben das auch in den letzten Jahren immer wieder gesehen, dass wir rund jeden zweiten Euro im Export erwirtschaften. Bei einigen Betrieben ist das natürlich noch deutlich mehr. Und aus der Corona-Krise heraus haben wir natürlich gesehen, dass diese internationalen Lieferketten etwas sehr Fragiles sind. Und unsere Zielsetzung ist, dass wir uns da breiter aufstellen, dass wir die Märkte noch stärker diversifizieren, um einfach in Zukunft stabiler dazustehen und unsere Verwundbarkeiten zu reduzieren. Wir sehen einfach, dass wir haben Unternehmen, die sehr differenzierte, in der Fachsprache nennt man das, gebäckte Lieferketten haben, sprich also auch zwei, drei Ersatzlieferanten haben. Das können natürlich nicht alle Unternehmen. Was wir sehen, es funktioniert der europäische Binnenmarkt, es funktionieren unsere Partner, mit denen wir Handelsabkommen innerhalb auch Europas haben, europäischer Wirtschaftsraum. Also dementsprechend wird darauf ein verstärkter Fokus liegen. Aber natürlich auch das internationale Sourcing. Wir können uns jetzt ja nicht abkoppeln, gewisse Rohstoffe, gewisse Vormaterialien. Auch hier wird man versuchen, einfach auf mehreren Lieferanten das aufzubauen, um hier auch Abhängigkeiten weiter zu reduzieren. Das mag schon so sein für viele Kritiker. Nur wenn Sie sich den Wohlstand des Landes Österreich oder auch Europa anschauen, so ist existenziell in große Wertschöpfungsketten eingebunden zu sein, einer der Erfolgsfaktoren. Man wird wahrscheinlich dort und da selbstverständlich darauf schauen müssen, dass viele Produkte oder gewisse Produktionen auch hier in Europa wieder, sodass wir Wertschöpfungsketten vom Beginn bis zum Ende fertig zu haben in systemrelevanten Themen. Und man wird natürlich ein Asset der Kärntner bzw. österreichischen Wirtschaft ist der Umwelt, das Umweltthema.
Und natürlich werde ich darauf schauen, dass ich weltweit realisieren kann, denn damit leisten wir einen ganz entscheidenden Beitrag, um Emissionen und CO2-neutral in die Zukunft zu gehen. Ja, eine ganz wichtige Maßnahme wird es natürlich sein, dass wir unsere Kärntner Außenwirtschaftsstrategie, die wir ja schon länger geplant haben, jetzt noch einmal überarbeiten, damit wir jetzt wirklich zielgenau auf das reagieren können, was jetzt in Zukunft die Herausforderungen sein werden. Wir werden aber auch zum Beispiel bei Wirtschaftsmissionen noch branchen- und länderspezifischer agieren. Das bedeutet, mit kleineren Wirtschaftsmissionen auch ins Ausland gehen. Wir wollen stärker auch noch die Kosten unterstützen, was die ganze Incoming-Thematik betrifft. Also da insbesondere die Produktpräsentationen noch weiter forcieren. Und wir wollen natürlich auch allen Unternehmen gemeinsam mit der Wirtschaftskammer immer ein ganz wesentlicher Partner sein, damit wir die Märkte aufbereiten können, insbesondere was unsere Nachbarländer angeht. Wir wollen in dieser Strategie, die wir die letzten Jahre auch verfolgt haben, nämlich zwiebelschalenartig vor allem auch in den Nachbarländern Schwerpunkte zu setzen, weiter intensivieren. Das eine sind sogenannte Schnellboote, die wir machen wollen, also kleinere Einheiten, 3, 4, 5 Firmen relativ kompakt zu einem Thema in einen Markt zu bringen, um hier auch konkrete, auch an 1, 2 Tagen dann wieder heim Gespräche, B2B-Gespräche zu organisieren. Wir bleiben unseren Messen treu, die werden auch gut angenommen. Wir haben die Messen in Italien und Deutschland, die wir heute noch anbieten, Gott sei Dank voll mittlerweile. Und wir wollen auch verstärkt mit einem Firmenprofilcheck arbeiten, sprich wir erstellen hier konkrete Firmenprofile und suchen so über unsere Netzwerke und unsere Datenbanken gezielt auch für unsere Firmen dann potenzielle Abnehmer in den hauptsächlich europäischen Raum. Und abschließend vielleicht noch Incoming-Missionen. Auch für die Holzmesse aus 7 Ländern planen wir derzeit gerade Mitte Oktober potenzielle Fachpublikums und auch Aussteller natürlich nach Kärnten zu bekommen. Und das wollen wir auf andere Branchen ausweiten.